Die Maßnahmen, die ich ergreife, um meine Probleme zu lösen und meine Vorstellungen durchzusetzen, sind eigentlich immer vollkommen rechtsmäßig. Ob das jemand nachvollziehbar findet oder nicht, ist davon unabhängig. Ich finde es sehr schön. Ich glaube, auch die meisten Menschen können es mehr oder weniger nachvollziehen. Und dabei ist wichtig auch zu verstehen, dass was rechtmäßig ist und was nicht, entspricht nicht immer unbedingt demjenigen, erstens, was die Menschen fair finden oder nicht, auch nicht unbedingt muss man es verstehen können. Manche Maßnahmen, die dem einen viel weitergreifend erscheinen, können durchaus gerechtfertigt und rechtmäßig sein, während andere Maßnahmen, die ihm viel näher liegen, das trotzdem nicht sind. Meistens erscheint es einem viel leichter verständlich, was rechtmäßig ist und was nicht, wenn man sich von den eigenen Emotionen löst und einfach nur schaut, was ist eine geeignete Maßnahme, um das eigentliche Ziel zu erreichen. Wenn man sich von Wut steuern lässt zum Beispiel oder von Unrechtsempfinden oder von Rachegefühlen und diesen Dingen, dann erscheinen einem oftmals die Dinge viel gerechter, die dem Recht widersprechen, die das Recht brechen würden.